Hier ist das NES Mini und hier ist das SNES Mini. Und hier haben wir den Besitzer von beiden NES und SNES Mini. Das stimmt. Ich habe mir das SNES Mini gekauft und das werde ich auch jetzt hier unboxen. Und ich würde sagen, dann sieht man sich jetzt. Ja, jetzt kommen wir hier zum Unboxing von dem SNES Classic. Und wer wissen will, warum ich so lange weg war, der kann gerne bis zum Ende des Videos dranbleiben. Und da werde ich genau erklären, wieso es so lange gedauert hat, bis zum nächsten Video. Ja, hier haben wir ja das SNES Mini und das unboxe ich jetzt. Und ich würde mal sagen, dann switche ich auch jetzt direkt mal um zur anderen Kamera. So, jetzt haben wir hier das gute Stück. Ich habe es hier auch schon an der Seite aufgemacht. So, jetzt habe ich das Ganze mal rausgezogen. Hier sind auch ein paar schicke Anleitungen für Super Nintendo. Das ist halt das die Handlighting oder Bedienungsanleitung, wie man hier so schön sieht. Und das nehmen wir alle zur Seite. Dann haben wir hier das SNES Mini, hier mit zwei Controller. Dann den nehmen wir alles auch schon mal raus. Den Mini. Den tun wir zur Seite, dann kann man hier das hier aufklappen. Dann haben wir hier ja, die Kabel. Dann haben wir hier einen USB-Eingang für den Strom. Mal hier. Das zeige ich auch gleich nochmal. Hier haben wir ein HDMI-Kabel. Sieht man hier, HDMI. Und ja, dann würde ich mal sagen, tun wir auch das Mini-Kartenboxen. Moment. Ja, hier haben wir das gute Stück. Hier ist natürlich alles ein bisschen, ja, hier kann man nichts eindrücken, hier auch nicht, hier kann man auch nichts eindrücken. Das Einzige, was man halt machen kann, ist hier. Und hier für Reset, wenn man die Spiele halt wieder wechseln möchte. Und hier, da sind auch keine normalen Controller-Eingänge, sondern man kann hier das hier aufklappen und dann sind hier so zwei kleine Eingänge. Allerdings will er das nicht so wirklich. Ja, auf jeden Fall sind da die Eingänge für die Controller. Und wenn man dann halt eine benutzt, kann man hier so zack machen. Zack. Und dann hat man es wieder zu und dann hat man wieder so einen klassischen SNES. Ja, dann haben wir hier den Controller, der eigentlich, so viel ich dazu sagen kann, eigentlich so ziemlich der Super Nintendo Controller von früher ist. Also, ja. Die klassischen Tasten. Hier hinten steht wahrscheinlich drauf. Nintendo Entertainment System, ja. Ist im Prinzip der Controller von früher. So wie ich ihn auch bei meinem alten Super Nintendo habe. Von meinem Original. Ja, also man kann definitiv sagen, es ist so ziemlich das gleiche. Das gleiche, der gleiche Controller. Das Kabel ist halt hier anders und halt hier der Eingang, wie man hier so schön sieht. Ist halt wie beim Super Nintendo Mini halt die Anschlüsse sind. Aber ja. Und dann haben wir hier noch das HDMI-Kabel, was auch relativ lang sein wird, kann ich mir vorstellen. Ich will es jetzt nicht unbedingt auspacken, das mache ich gleich in Ruhe. Und hier natürlich das Stromkabel, was man so, wenn man möchte, auch an den Strom anschließen kann. Aber man kann es auch an einen normalen Computeranschluss oder Fernseheranschluss oder sonst was machen, dann funktioniert das auch einwandfrei. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, das Unboxing vom SNES Mini hat euch gefallen? Wenn ja. Aber bevor ich es vergesse, warum ich weggeblieben bin letzten Zeit. Und zwar hatte ich ziemlich lange eine ziemlich starke Grippe. Und ja, das hat mich davon leider abgehalten, Videos zu machen. Ich hatte auch keine vorproduziert. Und wenn man keine Stimme hat, kann man leider auch keine Videos machen. Beziehungsweise, ich hatte immer so ein leichtes Vibrieren, so hatte ich immer so in der Stimme drin. Von daher ging das schlecht, irgendwie Videos machen. Und ab jetzt bin ich wieder da. Ich mache ab jetzt wieder Videos. Es kommt auch heute, wie ihr seht, ein Video. Morgen kommt was mit Germsnet Gaming. Und ja, ich bin gespannt, wie das Video ankommen wird. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder mit Germsnet aufzunehmen. Ja gut, ich würde mal sagen, ich hoffe, das SNES Mini Unboxing hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen, Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin und tschüss.